Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf diesem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Und ja, wenn ihr den Titel liest, dann wisst ihr schon, was heute los ist. Denn ich habe euch schon so oft gefragt, beziehungsweise ihr habt es mir vorgeschlagen, Danny, mach doch mal ein Video, wo du Österreichisch redest. Und das wird heute passieren, Leute. Aber ich habe es mir so gedacht, ich werde hier im Menü immer ganz normal reden. Das Hochdeutsch, was ich halt so rede. Und dann werde ich die Commentaries werde ich auf, ja, auf Steirisch bzw. auf Österreichisch machen. Was ihr euch unbedingt mal anhören wolltet. Ich hoffe, ihr versteht mich, Leute. Ich werde das Ganze mit dem Legendary Deck heute spielen. Und ich bin schon richtig gespannt, was ihr dazu davon haltet. Also, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefällt. Denn dann werde ich vielleicht öfter noch ein paar Castle Crush auf Österreichisches Video machen. Und ich bin schon richtig gespannt, was ihr dazu sagt. Also bitte das alles in die Kommentare, ob ihr mich versteht oder nicht. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Und jetzt geht es ins Österreichische. So, da fangen wir mal an. Wir haben, ja, wir spielen gegen einen mit 3201 Pokale gegen den Lincoln aus dem Clan Partage. Wir haben mit gegen den haben wir schon in der Früh gespielt. Und ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Und ja, ich setze mal Sturmelement da und ich glaube, damit können wir Science Locker hier besiegen. Wir einfach mal hier das Ganze einfrieren und dann wie sieht das schon aus, gell? So, da setzen wir noch an Phoenix und ja, unser Sturmelementar ist gefreezed. Meins ist auch gefreezed und irgendwie müssen wir das wegbringen. Und ich würde sagen, das machen wir am besten hier mit einem Blitz und da ist schon weg. So. Ja, unsere Heilerin, der losen wir jetzt einfach mal so da. Die KWE Locker hier mit den Schamanen weghauen. Und ja, der Phoenix macht das schon mal schon und da hat er sicher dann einiges zu tun damit. Jo, ja, der Schlammelement da, super, aber wir können das gleich mal zu dem da machen. Und da haben wir es gleich, die Bombe richtig gesetzt, Leute. Da haben wir es richtig gesetzt und wir sind weiter schon wieder an seiner Burg dran. Und wir werden gleich mal hier die Bogey Queen setzen, aber da hat er das gut gespielt mit dem Pfahl, hat er das alles weggebracht. Jo, er probiert es auch mit einem... Oh, okay. Was wird das? Okay. Eigentlich wollte ich ja eine Bogenschützenkönigin. Aber man muss mit dem zufrieden geben, was man kriegt, Leideln. Und ja, boah, na, der Schamane. Kann das hoffentlich noch retten da. Kann das retten? Jo, geht sie aus. Oh, da oben setzt einer einen schwarzen Ritter. Aber. So, wir setzen mal einen Freeze ein. Wir setzen da mal einen Freeze ein. Dann setzen wir um das ein. Und jetzt sollten wir mit einer Bogenschützenkönigin in der Mitte das ordentlich aufrahmen können. Sollte sie ausgehen. So, der Arsch Hitner und dann Hitner und dann geht sie das aus. Aber jetzt haben wir eigentlich ein fettes Problem. So. Nein, haben wir verloren. Aber ja, das nächste Match werden wir hoffentlich gewinnen. Ja, Leute. Jetzt sind wir wieder zurück im Menü. Wie gesagt, ich werde nur die Spiele kommentieren. Und ja, das erste Match haben wir leider verloren. Für mich ist es auch eine Umstellung, dass ich hier irgendwie bin ich es gewohnt, immer schönes Deutsch zu sprechen. Das ist so schönes Deutsch, wie ich es halt schaffe. Und ja, das ist für mich eine ziemliche Umstellung, wenn ich hier auch mal, ja, steirisch bzw. österreichisch hier reden soll vor der Kamera. Ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal in das nächste Spiel. Und ich würde sagen, österreichisch Mode on. So, wir fangen an, Gegnersuche läuft. Und wir springen gegen einen Knauser aus Deutschland. Wir sagen mal Hallo. Grüß dich. Und sollen wir da jetzt gleich mal Mana-Ritual einsetzen? Na, ein Sturmelement da, spielen wir einfach mal so. Und das können wir dann hoffentlich verdoppeln. Mit an, ja, wir können das ganz sicher verdoppeln. Mit ihm da. Oh, er macht's gleiche. Ich glaube, sind beide zu meinem geworden. Also zum Groß, zum Größeren. So, geht sie das dann aus? Jo, geht sie aus. Da können wir das alles weg tun. Mit einem Inferno. Oh, weil jetzt, ich würde sagen, das blitzt mal weg, bevor es zu groß wird. Weil wenn es groß wird, dann haben wir ein ordentliches Problem. Aber das geht sich so schon aus. So. Ich hoffe, dass der Schamane, wenn ich den da setze. Sein schwarze Hexe schafft das auch nicht. Und ich glaube, so haben wir gewonnen. Jo, wir haben da gewonnen, Leute. Jo, geht sie aus. Der Meteor hat das auch nicht mehr geschafft. Und damit haben wir das Match einmal gewonnen. So, das war jetzt ein etwas schnelleres Match. Wir öffnen hier natürlich die Silberkiste. Und ihr seht schon, das All Legendary Deck, was ich hier spiele, funktioniert gut. Habe ich ja gestern ein Video darüber gemacht. So sieht es aus.
Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal ins nächste Match, denn ihr wollt, ja, der Sinn des Videos ist es ja, dass ich hier mal die ganzen Commentaries auf Österreichisch mache. Also, haben wir hier noch was zum Spenden? Nö, haben wir nicht, aber hier hat jemand alle Karten, ziemlich, ziemlich nice, gratuliere, lieber, wer ist das? Der COD Quicks. Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich mal ins nächste Match. Los geht's! Also einmal drei Gegnersuche, funktioniert halt mega, mega gut. Ich möchte dann gern wissen, wie das bei Android dann auch läuft, wenn die das endlich auch haben. Dann geht's wirklich sauschnell, dass sie das alles ausgeht. Und ja, wir setzen mal einen Phoenix auf die untere Lane und da mal schauen, was der Gegner dazu sagt. Weil, ja, das alles andere, was sie auf der Hand haben, ist nicht so das Besondere. Geht sie das aus, dass er den killt? Sollte sie ausgehen. Macht da schon ein bisschen schon auf die Burg. Oh, jetzt brauchen wir einen Freeze-Zauber, komm. Jo, das war knapp. Das war wirklich knapp. Komm. Jo, geht sie aus. So, und jetzt setzen wir gleich mal einen Metamorph ein. Der wird zum Ei. Und ich hoffe, irgendeins von den Eier wird da... Ja, wieder so ein Phönix. Das wären, glaube ich, beide. Ja, plus zwei Phönix. Schon zwei plus zwei. Und das jetzt schon am Anfang. Sehr, sehr stark. Das ist sehr stark. So, da sind wir dran. Er friert mich da mal ein. Okay. Aber ich glaube, mit der Bogenschützenkönigin, na, wir setzen mal Inferno ein, dass da unten keine Chance gibt für die, für seine Skelette. Weil die hätten da schon was anrichten können. So, der Offenpirat schafft es auch nicht. Den haben wir auch gleich. Und ich glaube, da haben wir wieder gewonnen. Das Deck ist einfach mega, mega gut. Das ist wirklich mega gut. So, große Kisten. Wir haben eine große Kisten auch noch gekriegt. Sehr geil. Sehr, 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 sehr cool. Und die große Kiste werden wir hoffentlich morgen vielleicht im Stream öffnen. Denn morgen gibt es wieder um 9 Uhr einen Stream, Leute. Und ihr merkt schon, wie ich hier manchmal jetzt schnell zwischen den zwei Sprachen hin und her switche. Ja, große Kiste, morgen wird die im Stream geöffnet. Also schaut auf alle Fälle morgen im Stream um 9 Uhr wieder vorbei. Gibt es ja jetzt noch diese Woche täglich. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal ins nächste Match. Vielleicht schaffen wir die 3200 Pokale. Und ja, falls ihr mich versteht, bitte alles in die Kommentare schreiben. Also falls ihr mich jetzt versteht, dann schreibt es mal 7 Minuten 20 in die Kommentare. Damit ihr weiß, dass ihr noch dabei seid da. Und ja, einfach mal den Phoenix setzen. Und dann schauen wir mal weiter. Gegner setzt auch einen Phoenix. Alles kein Problem. So, soll ich jetzt meinen mal... No, ich lasse beide einfach mal killen und dann kann ich eine Bombe einsetzen auf sein Ei. Aber ich muss schauen, dass er hier keinen Windstoß oder sonst was einsetzt. Denke mal einfrieren, aber ich glaube, er schlüpft schon vorher. Wir frieren das trotzdem ein, weil er jetzt noch die Heilerin hier hinter dem. Und ja, komm, wir setzen da einfach mal das ein und da geht es gleich schneller. Passt. Ja, der Heilung kommt jetzt leider ein bisschen spät. So, jetzt sind wir wieder an der Burg vom Gegner Traum mit dem Phoenix. Der Phoenix ist wirklich mega, mega, mega stark. Ja, eine für die besten Karten finde ich momentan. So. Bogenschützenkönigin ist auch da. Unterstützt den Phoenix mit dem Buff. Und das geht sich super aus. Ja, wir setzen gleich mal wieder Sturmelement da. Komm. Das sollte schaffen. Das sollte sie ausgehen. Bis sie wieder zurück ist. So, ja, geht es ja so aus. Da kommt gleich mal Blitz drauf. Das Ei wird zum hoffentlich zu einem plus 3er Phoenix. Und wir haben wieder nur legendäre Karten auf dem Feld. Und da haben wir gewonnen gegen einen Winter aus Dänemark 2. So, ich würde sagen, Leute, ein Match geht sich noch aus. Und falls euch dieses Video gefallen hat, wie gesagt schon am Anfang, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr öfter mal ein Castle Crush auf Österreichisch Video wollt. Und ja, starten wir ins letzte Match für dieses Video. Los geht's, da haben wir schon. Bin gespannt, was uns so passiert. Die letzten Matches haben wir eigentlich ganz gut gespielt, bis aufs erste. Da haben wir verloren. Aber ich glaube, mit da kommen wir schon ein bisschen weiter. So, Metamorph wäre es mega cool, wenn wir den jetzt kriegen würden. Denn dann, jo, Homer, so. Und dann können wir jetzt das Star verdoppeln, aber wir warten mal an. Warten mal an. Au weh, geht's jetzt aus? Ja, komm. Nein, geht's gerade nicht aus. Da haben wir unseren Extra-Kristall auch ziemlich verschmissen jetzt. Aber egal, Gegner spielt ein Rush-Deck. Also erstmal Hashtag Rush-Deck in die Kommentare. Bitte, weil ich mag keine Rush-Decks und ich glaube, ihr mögt auch alle keine Rush-Decks. So, wir werden auch mal die schwarze Hexe spielen. Ich hoffe, das geht sie aus. Jetzt werden da ja, Pfeile haben wir, genau das, was ich haben wollte jetzt. Setzen wir gleich mal ein und so können wir uns vielleicht noch ein bisschen was retten. Aber der Katapult bricht uns jetzt das Knack
Und somit haben wir verloren. Passt. Minus 23 Pokale bekommen wir hier beim letzten Match. Und ja, Leute, hiermit möchte ich mich auf alle Fälle bei euch bedanken fürs Zusehen, wenn ihr es bis hier gesehen habt. Ich hoffe, ihr habt etwas verstanden. Jetzt wisst ihr vielleicht, wieso ich nicht immer hier im Dialekt rede, weil vielleicht die meisten von euch verstehen mich nicht. Ja, es war vielleicht für den einen oder anderen witzig, für den einen oder anderen hat es sich wie zu Hause gefühlt, wenn ihr von hier in der Umgebung kommt. Ja, vielen Dank auf alle Fälle fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video bzw. Stream. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.